Ja, es ist eine besondere Ehre, von der Ehefrau anmoderiert zu werden. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ganz herzlich willkommen heute zum kleinen Einblick in den Deutschen Dialogmarketingpreis. Ich darf Sie mitnehmen zu einem Einblick in unsere Arbeit, wie wir sie auch als Jurymitglied machen. Ich habe alle Gold und Silber und auch einige Bronzekampagnen dabei und ich zeige Ihnen die Original-Einreichungsfilme, die die Unternehmen, die Agenturen einschicken und die wir als Juroren zu Gesicht bekommen. Wenn keine Einreichungsfilme eingeschickt wurden, habe ich die Original-Templates dabei, die wir dann auch auspacken, wenn wir bei den Jury-Sitzungen sind und uns genau durchlesen. Am Anfang gebe ich Ihnen noch einen kleinen Einblick, wie wir jurieren, warum es so schwierig ist, einen DDP zu gewinnen und warum es in diesem Jahr besonders schwer ist. Der Deutsche Dialogmarketingpreis ist für mich immer so ein Höhepunkt. Also das ist so ein Punkt, warum ich meinen Beruf so liebe. Einerseits, weil es als Kreativer man jeden Tag was Neues macht, immer sich neue Ideen ausdenkt. Und wenn man beim Deutschen Dialogmarketingpreis ist, dann sieht man, was machen die anderen. So an drei Tagen, wenn man diese Pappen öffnet, ist es so ein bisschen wie Weihnachten. Man sieht die besten Arbeiten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß, dass wir uns die mal gemeinsam anschauen. Ein paar kritische Worte müssen erlaubt sein. Vorab, der DDP 2003 hat es in diesem Jahr, 2013, hat es nicht ganz so leicht. Sie haben das bestimmt mitbekommen, die Award-Diskussionen im Vorfeld, die haben auch den DDP betroffen. Wir hatten 39 einreichende Agenturen und etwa 230 Einreichungen. Das sind ziemlich genau 50% weniger als im Jahr davor. Der ADC und die GWA haben ja ein eigenes Ranking erstellt. In diesem Ranking hat der Deutsche Dialogmarketingpreis keine Rolle mehr gespielt, weil das Dialogmarketing bei den Verbänden oder im Club vom ADC nicht so die Rolle spielt. Und es meinten viele, dass der DDP auch aus den Rankings, für die wir Kreativpunkte bekommt, nämlich Horizont und W&V auch rausgefallen ist. Also es entstand eine Verwirrung im Markt und das hatte eben zur Folge, dass weniger Leute bei uns beim DDP eingereicht haben. Wir in der Jury haben uns gedacht, oh Gott, was wird das bedeuten für die Qualität des Preises? Und waren dann sehr beruhigt, dass die Qualität schon sehr, sehr hoch war. Sicher hätte es bei mehr Einreichungen mehr Preise gegeben, aber es liegt mir viel an der Bemerkung, dass jeder, der 2012 einen Preis gewonnen hat, hätte ihn auch bekommen, wenn mehr Einreichungen da gewesen wären. Warum das so ist, möchte ich Ihnen auch ganz kurz erläutern und Ihnen ein bisschen was über unsere Juryarbeit erzählen. Wer eine Arbeit zum DDP einreicht, muss uns Juroren in vier Bewertungskategorien überzeugen. Das eine ist die tolle kreative Idee und die kreative Umsetzung. Also ist die Idee schön gelayoutet, schön getextet, ist sie stimmig? Das sind je 25%. Strategie ebenfalls 25%. Also ist es einfach eine Anzeige, die irgendwo geschaltet wird oder ist sie crossmedial vernetzt, ist Facebook mit eingebunden, ist eine besondere Zielgruppenstrategie dahinter, sind weitere 25% und schließlich zählt das Ergebnis auch nochmal 25%. Es gibt beim DDP ein Steering-Komitee, das besteht aus dem Juryvorsitzenden, aus einigen Vertretern des DDV. Und wir gehen, bevor die Arbeiten in die große Jury gehen, jede Arbeit durch und prüfen die Ergebnisse. Wenn kein Ergebnis genannt wird oder Ergebnisse vorhanden sind, die uns ein bisschen stutzig machen, dann, also bei keinem Ergebnis, nehmen wir die Arbeit aus der Wertung. Die hat beim DDP keine Berechtigung, weil Dialogmarketing von Ergebnissen und von der Effizienz lebt. Sind wir ein bisschen unsicher, ob die Ergebnisse stimmen, rufen wir beim entsprechenden Unternehmen an und fragen nach. Das führt jedes Jahr dazu, dass viele, viele Einreichungen, 10-20% im Vorfeld schon aussortiert werden. Und damit ist der Deutsche Dialogmarketingpreis der einzige Kreativ-Award, der beide Pole bewertet, nämlich hohe Kreativität und ein Ergebnis. Und damit hat er die Eigenständigkeit, auf die wir auch so viel Wert legen. Dann eine weitere Hürde, um einen DDP zu gewinnen, sind die Jury. Das sind 23 wirklich ausgezeichnete Köpfe. Und was es so schwierig macht, ist die Unterschiedlichkeit der Zusammensetzung. Sind 7 Kreative aus Agenturen, 7 Berater aus Agenturen, sind Fachjournalisten dabei, es sind Marketingprofessoren an Bord, die das natürlich wieder aus einer ganz anderen Sicht sehen und der Sponsorvertreter der Deutschen Post
Und bis vor 2 Jahren waren auch noch der Etikgewinner dabei, also auch nochmal Unternehmen oder Vertreter von Unternehmen, die dann nochmal mit ihren Augen die Arbeiten betrachten. Dann gibt es 3 Juryrunden. Die erste findet in den Büros oder zu Hause statt. Da hat die Jury 2 Wochen und ein Wochenende dazwischen Zeit, um zu Hause jede Arbeit anzuschauen. Da hat man seinen Rechner zur Verfügung, man kann sich die Zeit einteilen, man kann die Einreichungsfilme anschauen, man kann die Webseiten durchklicken. Das ist ein enormer Zeitaufwand, aber es ist natürlich gut für die Arbeiten oder für die Bewertungen. Zum Schluss kennt man die Arbeiten in- und auswendig. Die besten Arbeiten aus dieser ersten Runde kommen in die zweite Runde. Da werden dann die Online-Kategorien auch nochmal in derselben Art und Weise zu Hause oder im Büro am Rechner begutachtet. Und es entsteht die Shortlist. Und die dritte Juryrunde findet dann auf Mallorca statt, fernab von den Büros. Wir nehmen uns 3 Tage Zeit, 2 bis 3 Tage, je nachdem, wie viele Einreichungen es sind. Am ersten Tag werden von allen Jurymitgliedern nochmal alle Shortlist-Arbeiten bewertet, nochmal die Originalmuster in die Hand genommen, nochmal alles gesichtet, diskutiert. Und am zweiten Tag werden die punktbesten Arbeiten von allen 23 Jurymitgliedern Arbeit für Arbeit besprochen, diskutiert, nochmal bewertet, abgewogen. Und so entsteht dann Gold, Silber, Bronze. Und es wird immer gefragt, ist die Jury der Meinung, dass diese Arbeit Gold hat? Dann muss man die Hand heben. Wenn 2/3 der Juroren der Meinung sind, nein, das ist kein Gold, wird weiter gefragt, hat es Silber verdient? Also man braucht 2/3 Mehrheit, um einen DDP zu gewinnen. Ich war dieses Jahr auch in der Jury des österreichischen Dialogmarketingverbandes. Das ist auch eine hervorragend besetzte Jury. Die haben 50% Mehrheit, um einen Award zu gewinnen. Bei uns ist es 2/3 Mehrheit. Also es ist eine starke Sache, wenn man am Ende oben steht und einen Preis in den Händen hält. Und ich habe es hier nochmal aufgelistet, nicht mal 1/3 der Einreichungen gewinnt Gold, Silber, Bronze oder eine Auszeichnung. Wir haben 9-mal Gold, 19-mal Silber, 25-mal Bronze und 11 Auszeichnungen vergeben. Alle anderen haben es leider nicht geschafft, obwohl das wunderbare, tolle Arbeiten sind. Aber ich wiederhole mich, wir müssen eben Wert darauf legen, dass Kreation, Strategie und Effizienz gleichmäßig gut sind. Und da komme ich vielleicht im Laufe des Vortrags oder danach nochmal drauf zu sprechen. Gerade bei den Social-Media-Kampagnen war eine große Diskussion in der Jury, was ist Dialog? Ist eine Klickrate schon Dialog, 1 Million Klicks? Oder ist ein Dialog erst, wenn eine Reaktion zurückkommt? Haben wir auch in der Jury kräftig diskutiert und sind im Prinzip zu der Meinung gekommen, ein Klick auf ein Video ist im Prinzip so etwas wie das Öffnen eines Mailings. Und erst wenn beim Mailing eine Response-Karte zurückkommt, ist es ja ein Dialog und so ähnlich müsste man das konsequenterweise auch in den neuen Medien sehen. Das sind die Branchen. Bis A10, diese Kategorien, gab es schon ganz, ganz lange. Neu dazugekommen sind dann die C-Kategorien. Also die neuen Medien, Online-Medien, Social Media, E-Mail. Also der DDP hat sich im Laufe der Zeit, ich bin ja auch schon lange dabei, dermaßen verändert und ist natürlich das Abbild der Veränderungen in der Kommunikationsbranche. Deshalb, ich wurde auch gefragt, was sind die Trends beim DDP? Das ist jedes Jahr eine Frage. Ich kann dazu sagen, ich kann Ihnen jetzt keine neuen Trends zeigen. Der Trend ist einfach, es ist nichts mehr, wie es war. Die Kommunikationsbranche hat mit der vor 5 Jahren nichts mehr zu tun. Das Dialogmarketing hat sich komplett verändert und das spiegelt sich auch in den Einreichungen wider. Das habe ich im Prinzip schon gesagt, als kleiner Beweis, wie stark die Social Media im Dialog Einzug halten, kann ich Ihnen gleich mit dem ersten Case vorführen, den ich mitgebracht habe. Das ist der Publikumspreis. Und den hat eine Social-Media-Kampagne gewonnen von Lufthansa. Und ich hoffe, jetzt funktioniert die Technik. Zeige ich Ihnen den ersten Einreichungsfilm von Lufthansa.
Im Sommer 2012 haben Tausende von Menschen über das Leistungsspektrum von Lufthansa und Miles & More gesprochen. Denn sie waren Augenzeugen einer abenteuerlichen Aktion. In nur 14 Tagen von Null zum Silberstatus. Miles & More ist Europas größtes Vielfliegerprogramm. Keine andere Airline bietet mehr und bessere Verbindungen in Europa an als Lufthansa. Um diese Fakten wirklich erlebbar zu machen, haben wir eine Freiwillige 14 Tage lang in einer wahren Tour de Force kreuz und quer durch ganz Europa gejagt. Jeden Tag mindestens ein neues Ziel. Berlin, Amsterdam, München, Lissabon, Mailand, Frankfurt. Jeden Tag neue Aufgaben. Vom Casting über Facebook bis zur Realtime-Berichterstattung. Während der Aktion war die gesamte Miles & More Community integriert, involviert und immer live dabei. Jeder Schritt, jede neue Herausforderung wurde begeistert verfolgt und kommentiert. 14 Tage lang, bis zur Überreichung der silbernen Karte. Jeder Post, jeder Beitrag, jeder Blog war Werbung für Lufthansa und das Programm Miles & More. Formuliert aus der Sicht der Verbraucher. Fazit: Den besten und glaubwürdigsten Dialog macht der Konsument selbst und hat auch noch Spaß dabei. Ja, also eine weltweite oder europaweite Reise, mit der Lufthansa der Facebook-Gemeinde mitgeteilt hat, so einfach ist es, Silbercard-Besitzer zu werden. Die Dame war auch beim DDP bei der Preisverleihung in Berlin, hat den Preis dann auch mit entgegengenommen. Und ja, das ist der Publikumspreis. Ich überlasse jetzt Ihnen so ein bisschen auch Ihr Urteil darüber. Ist das Dialog oder ist das eine Reichweitenkampagne, eine eher klassische Kampagne in einem neuen Medium? Weil es ist natürlich hohe Aufmerksamkeit da, aber wo ist der Dialog? Das ist so die grundsätzliche Frage, die wir uns, glaube ich, alle in unserem oder in der Jury künftig noch stärker stellen müssen. Ein zweites Beispiel habe ich Ihnen mitgebracht, Bronze in der Kategorie Kommunikations- und Informationstechnologie, hat damals in der Kategorie die Nokia Lumia Smartphones bieten den schnellen Weg, Fotos mit Freunden zu teilen. Aber heutzutage reicht ein Versprechen nicht aus. Du musst es beweisen. Darum bauten wir die wohl größte Versuchsanlage aller Zeiten, um den Marketing-Claim zu testen. Alles für ein Smartphone, das nur 142 Gramm wiegt. Wir programmierten eine App, die Fotos schießt, wenn die G-Kraft hoch genug ist. Wir erfanden einen speziellen Halter. So stabil, er könnte auch zum Mond fliegen. Das alles, um Fotos von den Fans auf dem Lumia Tower zu schießen und sofort zu teilen. Der Beweis? Mit Lumia Smartphones postest du Fotos sekundenschnell auf Facebook. Um sicher zu gehen, luden wir ein paar mehr Leute ein. 85.000 Fans bei Rock am Ring. Tausende Fans fuhren mit dem Tower und standen dafür stundenlang an. Tausende Fotos wurden geschossen und mit Freunden geteilt. Richtig geil. Klarer Beweis: Lumias sind der schnelle Weg zu deinen Freunden. Was mich fasziniert an diesen neuen Möglichkeiten für Kreative ist natürlich, wie direkt man und wie schnell man die Response messen kann. Also wenn man ist unten und das Bild ist schon auf Facebook und es wird in der Facebook-Gemeinde darüber gesprochen, wird weitergeleitet. Und für uns Kreative ist es natürlich die Herausforderung, die Technik auch zu beherrschen, zu wissen, was ist möglich. Und so entsteht eigentlich eine ganz neue Art der Kreation, die natürlich auch in den Agenturen und auf Unternehmensseite eine unglaubliche Veränderung nach sich zieht. Also die bei uns in der Kreation, also die, da bin ich schon eher der Ältere, um es mal charmant auszudrücken. Das ist unglaublich,
wie anders auch als Agentur man sich einstellt und wie anders man Leute suchen muss und wo man die Leute findet und wie anders die arbeiten und was für eine andere Einstellung die zu ihrem Beruf haben. Also das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die wir als Agentur auch natürlich mittragen müssen. Und also ich lade Sie gern ein, mal zu uns in die Agentur zu kommen und diese Meetings anzuschauen. Also die wenigsten Meetings finden heutzutage noch in den Agenturräumen statt. Es ist also auch für uns eine sehr spannende Zeit momentan. Ein weiteres Beispiel. Jährlich werden 500.000 Unfälle verursacht, weil Frauen sich beim Autofahren schminken. Eine Gefahr, auf die Volkswagen aufmerksam machen wollte. Unsere Idee war es, diese Botschaft genau dort zu platzieren, wo moderne Frauen sich mit Make-up beschäftigen. Hall Channels. Millionen von Frauen informieren sich hier über Shopping- und Make-up-Tipps. Deshalb kooperierten wir mit der weltweit bekannten Make-up-Künstlerin Niki. Ihr YouTube-Kanal hat über 240.000 Abonnenten und besetzt über 36 Millionen Zuschauer. Mit ihr drehten wir ein Video, das wie all ihre Tutorials anfängt. I'm sort of doing my look of like my haute couture, like avant-garde version of the stars. Okay, now you're just going to take the glue, apply it to your eyes like that, and you take your rhinestone. And you just... Die Resonanz war riesig. Ohne Seeding sahen unser Video über 1,5 Millionen Menschen. Tausende Kommentare, Blogposts und viel PR bewiesen, dass wir nicht nur einen überraschenden Viral gemacht haben. Die Resonanz ist sehr gut auf den Spot. Unsere Idee machte jungen Frauen klar, dass selbst der schönste Look es nicht wert ist, dafür sein Leben zu riskieren. Ein schönes Beispiel, dass auch ein Unternehmen wie VW Social Media nutzt, um ja, auf eine ganz andere Art und Weise Werbung zu machen. Also da steht ja kein Produktverkauf im Vordergrund, aber es ist eine Botschaft an die Gemeinde, an die Facebook-Gemeinde, wir bauen sichere Autos. Es gab da noch einen anderen Film dazu, den fand ich auch sehr, sehr faszinierend. Hat aufgrund fehlender Ergebnisse nicht ganz so hoch gescored, aber er war auch gleiches Prinzip und man konnte auch so eine Fahrt im Internet machen und man konnte sich vorher mit Facebook verbinden, mit all seinen Freunden, und als der Crash kam, zog das Facebook-Leben, alle Freunde, alles was man gepostet hat auf Facebook, zog dann auf dem Bildschirm an einem vorbei. Also fand ich eine ganz intelligente Verknüpfung von diesen neuen technischen Möglichkeiten mit einer Botschaft an die Fangemeinde. Aber ich muss es nochmal wiederholen. Ich glaube, das kann gleich auch vielleicht eine Diskussion werden. Ist das Dialog? Und am Ende des Vortrags werden Sie sehen, wie ich persönlich dann das einschätze. Das ein ähnliches Thema, das aber aus meiner Sicht schon mehr Dialog ist, so wie wir ihn verstehen mit Response, hat sehr, sehr viele Medaillen gewonnen. Das ist für die Deutsche Schlaganfallhilfe. Auch da zeige ich Ihnen den Film. Und das Entscheidende für Marketingverantwortliche oder für Dialogverantwortliche kommt da am Ende. Also da ist ein kleiner Unterschied zwischen den Spots, die Sie gerade gesehen haben. Und deshalb hat er auch höher gepunktet, weil er hat eine Response-Möglichkeit mit eingebaut. Sie haben Angst vor einem Schlaganfall. Wenn Sie ein paar einfache Regeln befolgen, besteht kein Grund zur Sorge. Regel Nummer 1. Lassen Sie die Finger von magerer Kost. Essen Sie fettig. Sie brauchen nicht abzunehmen. Regel Nummer 2. Vermeiden Sie Bewegung und vermeiden Sie vor allem Sport. Sport und Turnen füllt Gräber und Urnen. Regel Nummer 3. Betrachten Sie Stress als Ihren besten Freund. Schlaf ist der kleine Bruder des Todes. Ach ja. Und hören Sie nicht auf zu rauchen. Wer möchte schon gesund sterben? Ich komme!
wir sehen uns. Also, es ist so einfach, eine Telefonnummer einzublenden oder ein Response-Element auch einzubinden. Und es gab auch sehr viele Anrufe. Und neben den beeindruckenden Zahlen, was Klickraten betrifft, hat man hier auch noch die Möglichkeit, wirklich zu spenden, was auch gemacht wurde. So viel vielleicht zu diesen Entwicklungen oder zu den Trends im Bereich Social Media. Was uns bei den Webseiten sehr, sehr beeindruckt hat, ist auch hier natürlich die technischen Möglichkeiten. Und da hat eine Kampagne abgeräumt, die wurde, glaube ich, auch gestern hier schon vorgestellt, eine Lufthansa-Kampagne, die für mich die beste Arbeit der ganzen Jury-Einreichungen war. Eine Website, die dem User die Möglichkeit gegeben hat, seine eigene Trauminsel zusammenzustellen und künftig auch nur nach seinen Wünschen zusammengestellte Angebote anzufordern. Und auch da darf ich Ihnen den Einreichungsfilm zeigen. An dieser Stelle auch, ich glaube, gerade habe ich vom DTV-Vertreter gesehen, ganz herzlichen Dank, dass man es uns erlaubt hat, das hier zu zeigen und auch an die beteiligten Unternehmen, weil es werden ja Zahlen genannt, es war gar nicht so einfach, das zu bekommen. Jeder Mensch erwartet etwas anderes von seinem Urlaub. Wenn man vorher genau wüsste, wie diese individuellen Urlaubsträume jeweils aussehen, könnte man Angebote viel konkreter, spezifischer und relevanter formulieren. Also haben wir es herausgefunden, unaufdringlich, über ein Spiel. Auf der Lufthansa Holidays Seite konnte man seine ganz persönliche Trauminsel zusammenstellen. Per Auswahlmenü standen verschiedene Optionen zur Verfügung, die sich anschließend auf der Insel in Form von Landschaften, Gebäuden oder Einrichtungen manifestierten. Mit jedem Klick nahm die Insel neue individuelle Züge an und wurde schließlich zu My Island. Danach konnte der User konkrete Urlaubsvorschläge von Lufthansa anfordern. Über 41.000 Inseln wurden erstellt. Über 19.000 Menschen baten Lufthansa darum, künftig auf Basis dieser Daten informiert zu werden. Mit der Garantie, dass die Angebote auch wirklich zu den eigenen Vorstellungen vom Traumurlaub passen. Big dreams, gangster, said you had to leave to start your life. Eine sehr schöne Möglichkeit, die User zu involvieren, zu clustern, auch Permissions abzufragen. Das ist ja auch das große Thema. Und mal weggehen von dem Gewinnspiel Opt-in. Also nennen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und Sie können was gewinnen. Also fand die Jury eine sehr charmante Art, mit dem Thema umzugehen. Das gleiche Thema, da kann ich Ihnen jetzt nur das Template zeigen. Können Sie lesen, was hier steht? Wahrscheinlich kann man das lesen. Da steht einfach, es ist eine E-Mail an Lufthansa-Kunden, von denen man auch ein Opt-in möchte. Und da stand nur, sehr geehrter Herr Mustermann, mit freundlichen Grüßen und der Unterschrift und als PS, möchten Sie wirklich demnächst nichts erhalten? Also auch eine, fanden wir eine sehr überraschende Art und Weise, mit E-Mailing an Opt-ins zu kommen. Ich kann Ihnen da auch Zahlen nennen. Das E-Mailing wurde im August 2012 an 8 Millionen Miles & More-Teilnehmer versendet. 14% der angeschriebenen Teilnehmer setzten ihren Haken und gaben ihre Zustimmung zu weiteren Informationen rund um Miles & More sowie Lufthansa ab, was etwa doppelt so viel Response ist als bei anderen Versuchen, das Opt-in zu bekommen. Thema E-Mailing, Kundenbindung, das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, weil sie es selbst bekommen haben. Eine Kampagne von Wieners und Wieners zum Thema Kundenbindung. Das kann ich Ihnen auch. Wie in jedem Jahr wollte Wieners und Wieners auch 2012 wieder mit einer Weihnachtsaktion überraschen und neue Kunden gewinnen. Nur gab es diesmal ein Problem. Weihnachten sollte nämlich laut Maya-Prophezeiung ausfallen.
Und während die ganze Welt im Chaos versank, blieb man bei Wieners und Wieners ruhig, verzichtete auf die üblichen Weihnachtsaktionen und gab den Menschen etwas, das sie wirklich gebrauchen konnten. Den Wieners und Wieners Weltuntergangs-Countdown. Eine interaktive Microsite, auf der die User jeden Tag einen Tipp für den perfekten Abschied bekamen. So konnten sie sich zum Beispiel mit original russischen Trinksprüchen das Ende schön trinken, stundenlang Synonyme für das Unausweichliche generieren, das Drehbuch zu einem Schweizer Banküberfall auswendig lernen, Heidi! Heidi! Oder sich das weltweit einzige grammatikalisch korrekte Apokalypse-Shirt bestellen. Und das alles natürlich auch online mit ihren Freunden teilen. In insgesamt 21 Tipps bewies Wieners und Wieners wie gewohnt sprachliche Finesse und jede Menge Humor. Und so war das Ergebnis auch alles andere als ein Weltuntergang. Über 17.000 Unique User besuchten die Seite. Circa 50% kamen wieder und blieben im Schnitt 4 Minuten. 70.000 Kontakte wurden allein über Facebook generiert und die Bekanntheit der Wieners und Wieners Website um 300% gesteigert. Wieners und Wieners startete mit jeder Menge positiver Kundenstimmen, einem tollen Presseecho und einem satten Anfrageplus von 18% ins neue Jahr. Das war's! Weltuntergang war ja ein großes Thema in vielen Medien. Alle möglichen Jokes und Gags und Games spürten da durchs Netz. Das war natürlich eine sehr spitze Aussendung, vor allem an Werbeagenturen. Ich habe mich jede Woche auf das neue E-Mailing gefreut und geguckt, was gibt es diesmal für einen Tipp. Also auch eine sehr schöne kreative Umsetzung im Thema ja, E-Mailing oder Kundenbindung via E-Mails. Jetzt haben wir Social Media, E-Mailing, Webseiten. Kommen wir zum Mobile Marketing. Da gibt es ja auch immer wieder neue Trends, neue Spiele, neue Möglichkeiten mit Gutscheinen, die direkt aufs Handy kommen. Aber da gab es bisher, oder da ist für uns auch immer in der Jury das Problem, der Response-Messung. Es sind ganz wenig Zahlen und es sind viele Spielereien. Deshalb waren wir auch sehr froh, als wir in diesem Jahr ein Beispiel hatten, das technisch sehr kreativ war, sehr außergewöhnlich, sehr einfaches Spiel und das zum Schluss in der Tat einen Button hatte, hier jetzt Probefahrten bestellen oder einen Probefahrttermin zu vereinbaren. Also auch ein Spiel, das wirklich die Leute dann ins Autohaus führte. Und ich habe eine Zahl gelesen, jedes vierte Auto in Deutschland wird durch Dialogmarketing verkauft. Und ja, Mobile Marketing kann da natürlich auch dazu beitragen, durch Banner wie diesen. Wir waren ganz oft regelrecht verzweifelt in der Jury, als wir schöne Kampagnen gesehen haben, schöne Mobile-Kampagnen, aber wir haben gesagt, wo ist jetzt der Dialog zum Unternehmen? Wie komme ich jetzt da in den Kontakt? Wo kann ich irgendwas anfordern? Dieses Beispiel zeigt, wie einfach es gehen kann. Ein bisschen weiter ausholen würde ich jetzt ganz gern zum Thema Spendenmarketing. Ich habe sehr viel für Spendenorganisationen gearbeitet, Aktion Mensch, Deutsche Krebshilfe. Und da ist die Entwicklung in der Tat so, dass man mit Fremdadress-Mailings nicht mehr weiterkommt. Die Zielgruppe stirbt da auch irgendwie aus. Also gerade Sozialorganisationen
müssen sich was Neues überlegen, um Spenden zu generieren. Hinzu kommt, dass das Vertrauen in Sozialorganisationen sehr schwindet durch diese Transplantationsskandalen oder man weiß nicht, wo die, oder auch als UNICEF das Siegel verloren hat. Das hat also Auswirkungen auch auf die Spendenbereitschaft der Menschen. Und deshalb ist in der Kategorie soziale Organisationen zu beobachten, dass man gerade in dem Feld viele, viele neue Wege ausprobiert. Zwei habe ich Ihnen mitgebracht, später sogar noch eins als klassisches Mailing. Aber als erstes wollte ich Ihnen zeigen, eine Spendenmaschine, die an Flughäfen aufgestellt wurde und sehr erfolgreich war. Da darf ich Ihnen leider keine Spendensumme nennen, aber es war ein Test, der war sehr erfolgreich und hier steht es ja, weitere Städte werden folgen. Das ist ein gutes Beispiel, wie sich die Einreichungen in der Kategorie Sozialorganisationen gewandelt haben. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, neue Zielgruppen, junge Zielgruppen zu erschließen. Die spenden bisher kaum junge Leute für dieses Thema zu gewinnen, das ist die große Herausforderung. Eine sehr schöne Kampagne dazu war von Viva Con Agua, das ist eine Hamburger Spendenorganisation, die sich dafür engagiert, in den Dritte Weltländern sauberes Trinkwasser zu garantieren oder in die Dörfer zu bringen. Da kann ich Ihnen auch nur das Einreichungstemplate zeigen. Die Idee war, auf einem Ärztekonzert die Pfandbecher für Getränke zu nutzen für eine Spende. Also die Leute sollten die Pfandbecher nicht abgeben, sondern die Pappbecher woanders abgeben und Viva Con Agua hat dann die Pfandbeträge bekommen. Die Idee dahinter war, man konnte zwischen zwei Ärzteliedern wählen, Mädchen und Junge. Es gibt zwei Lieder, die heißen Mädchen, eins heißt Junge. Und je nachdem, welches Lied die meisten abgegebenen Pappbecher hatte, wurde als Zugabe gespielt. Das hat Mädchen gewonnen. Und es wurden dann etwa, kann man es hier lesen, 2572 Euro Spendengelder oder Pfandgelder an Viva Con Agua überwiesen. Also auch eine sehr schöne Sache, um mal junge Leute mit dem Thema Spenden zu konfrontieren. Also im Prinzip, ja, eine Mailing-Aktion. Damit sind wir beim Mailing. Frau Wassel hat es gesagt, für mich ist immer so, das Mailing hat eine Renaissance erfahren. Es gibt ja die These, die ich auch unterstütze, dass die Mailings sich verändern werden, dass sie hochwertiger werden, dass sie ein hochwertiges Produkt werden, ein Premium-Produkt. Das hat auch der DTP gezeigt. Für mich als Kreativer ist es immer so, wenn ich die Einreichungen sehe, wenn ich das aufmache, wenn ich sagen kann, oh, die Idee hätte ich auch gerne gehabt, das ist so für mich so ein Messkriterium. Und diese drei Ideen, die ich Ihnen zum Schluss noch vorstellen darf, das waren solche Ideen. Gibt es leider auch keine Einreichungsfilme, ich hoffe, man kann sehen, das ist eine Aussendung von Land Rover. Und zwar gab es ein Sondermodell,
mit drei unterschiedlichen Schwarzlackierungen. Außenlack war schwarz, innen Dekorelemente waren schwarz und dann gab es nochmal Stilelemente, die ein anderes Schwarz hatten. Also ein ganz edles Fahrzeug, streng limitiert, 200 Fahrzeuge. Und Land Rover-Besitzer haben dieses Mailing bekommen und mit Tintenfässern und in diesen einzelnen Tintenfässern waren die unterschiedlichen Schwarzlackierungen. Eine Feder lag dabei, mit der man dann die Probefahrtkarte, Postkarte ausfüllen konnte, aber natürlich konnte man sich auch online anmelden. Und die Ergebnisse, es waren so, dass innerhalb von 6 Wochen diese 200 Autos verkauft wurden und größtenteils an Adressen, die dieses Mailing bekommen haben. Also natürlich ist es eine sehr kleine, überschaubare Auflage, ein sehr hochwertiges Mailing, aber der Erfolg gibt dem Aufwand recht. Ich habe aber gleich auch noch ein Beispiel, wie man mit nicht so aufwendigen Mailings auch einen sehr großen Erfolg erzielen kann. Das nächste Gold in der Kategorie Automobil ging ebenfalls an Land Rover. Es war eine Presseaussendung zum Thema Aluminiumkarosserie. Aluminium steht ja für Audi. Land Rover wollte jetzt aber den Journalisten deutlich machen, dass sie auch dieses große, schwere Auto um mehrere Kilo erleichtert haben, es umweltfreundlicher gemacht haben. Und die Aussendung, es waren auch nur 70 Stück, ist komplett gedruckt auf einer Aluminiumrolle, die wir aus dem Haushalt kennen. Also man machte das Mailing auf, lag eine Aluminiumrolle drin und die Vorteile von Aluminium war auf Aluminium gedruckt. Also auch eine sehr schöne Aktion, die wir mit Gold bewertet haben und die Responsequote war um 78% höher als noch bei normalen Presseaussendungen, die Land Rover bisher gemacht hat. Aber als Beweis, dass auch kleine hochauflagige Mailings Erfolg haben kann, war dieses Mailing von Payback, das Gold in der Kategorie Handel gewonnen hat. Da war das Ziel, Leuten, die Punkte auf ihrem Konto haben und nicht einreichen, zu sagen, Mensch, Vorsicht, die vergammeln bald, dass das Haltbarkeitsdatum verfällt. Mach dir einen Spaß und tausche sie gegen Prämien um. Das war so ein Schinken-Aussendung, also so ein Schinkenpaket, da waren Gammelpunkte drin, viele Gestanze wie so Konfettis, dass eben diese Sammelpunkte sein sollten mit einem Verfallsdatum und 75% der angeschriebenen Kunden haben darauf reagiert und in den ersten 3 Wochen nach dem Versand Punkte eingereicht. Insgesamt hat dieses Mailing dazu geführt, dass 1 Million Punkte eingelöst wurden durch ein recht günstig zu produzierendes Mailing an eine hohe Zielgruppe. Und schließlich nochmal ein Mailing für eine Sozialorganisation, das auch wieder zeigt, dass man da auch mit andere Wege versucht einzugehen. Das war nämlich eine Aussendung an Schulen, an Lehrer, die auf das Thema Drogenkonsum in der Schule aufmerksam gemacht werden sollten durch dieses Drogenmäppchen. Also man bekam ein hübsches Mäppchen als Lehrer, machte das auf und wurde mit Spritzen, mit Zigaretten und allen möglichen Drogen konfrontiert. Und das Ziel war, Schulungen in den Schulen zu bestellen oder abzumachen, zu vereinbaren. Und von 48 Einrichtungen von 120 Angeschriebenen haben Chill-Out kontaktiert. 29 davon haben an dem Suchtpräventationsangebot teilgenommen und Kurse für ihre Schüler durchgeführt. Nicht auch ein schönes Beispiel, was man mit gutem Dialogmarketing bewirken kann. Ein Handout gibt es natürlich für alle hier, aber beim DDV gibt es auch die Dokumentation, wo Sie nochmal alle Preisträger nachlesen können. Ich habe Ihnen nur einige rausgepickt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es waren natürlich ein bisschen viele Filme aufeinander. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Und ja, vielleicht reichen Sie auch beim DDP ein, wenn Sie hier Unternehmensvertreter sind. Würde mich sehr freuen, von Ihnen dann was zu sehen. Vielen Dank.